So, Leute. Willkommen zurück zu Fußballmanager 17 und ich weiß nicht, was gerade los ist. Wir sind auf jeden Fall nicht so gut, wie wir es sein sollten. Was mich ein bisschen abnervt, aber ich sage euch, wenn wir heute verlieren in der Folge, dann brauche ich erstmal eine Aufnahmepause. Und dann bin ich wieder salty. Unsere zweite Mannschaft spielt auch unentschieden. Aber das ist bei der, ist das scheißegal. Wir haben jetzt erstmal unser Freundschaftsspiel gegen Hessen Kassel. Aubameyang müsste jetzt auch wieder fit sein. Eigentlich. Guerrero kriegt Kurzeinsätze. Sokrates erreicht Trainingsziel und Timo Horn erreicht auch Trainingsziel und Guerrero ist erfreut. Ja, komm, dann spielt man die Mannschaft einfach durch. Gegen Hessen Kassel. Ja, Transferperiode ist vorbei. Da brauchen wir eh nichts mehr. Sie läuft. Und läuft. Und nichts passiert. Yay. Ja, über was kann man denn mal reden während der Transferperiode, während die hier so abläuft? Will Hodges ist gewechselt zu Newcastle. Bruma wechselt zu Lenz. Kelvin wechselt zu Wolfsburg. Oh. Haben sich einen neuen Stürmer gekauft, Wolfsburg. Und die Transferperiode ist vorbei, die erste. Und wir haben immer noch den teuersten Spieler. Gefolgt von Müller und Dembele kommt dann direkt dahinter. Freut mich ja. Mario Gomez ist Spieler des Monats. Was hat der denn gerissen? Boah, meine Güte. So. Mein Bürostuhl hat mich gerade genervt. Shinji Kagawa hat nichts gerissen beim 3-0 gegen Saudi-Arabien. Mit Japan. Aubameyang ist noch angeschlagen. Wow. Der zweitbeste Transfer, der gemacht wurde, ist der, dass wir Sahin an Gladbach verkauft haben. Weigel hat ein Tor gemacht für Deutschland. Aber wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute, die in Deutschland spielen. Chillig. Ja, und Weigel hat ein gutes Spiel gemacht. Tor. Chillig. Till spielt auch schon für Luxemburg. Wow. Er sammelt einfach schon Nationalmannschaftserfahrung mit 17. Wow. Das ist stark. Gut, gehen wir weiter. Erste Mannschaftsstadion ist ausgebaut. Meine Fresse, auf schon über 100.000 Plätze. Krass. Unser Bauleiter gönnt. Gut, nochmal ein paar Leute. Aubameyang ist noch nicht mit dabei, der ist noch angeschlagen. Ey, da braucht man nicht. Nein, wir gehen nämlich in den Videotext. Ja, unsere Sterne sehen nicht so gut aus, sowohl von der Form her als auch von Saison bis jetzt sind wir echt scheiße. Und gegen Hessen Kassel trifft Podolski erstmal zweimal. Stark. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. 4-0. Ja, hier macht er einen Hattrick. Der Podolski. Tja. Was soll man dazu sagen, ne? Hier kann er treffen. In der Liga nicht. Stadion fertig. Ja, unser Stadion ist ausgebaut. Da werden wir immer mehr Geld jetzt bekommen. Boah. 4 neue Spieler hat sich Liverpool gegönnt. In dieser Saison für über 80 Millionen. Dele Alli. Ja, den haben sie sich gegönnt. Der ist auch verdammt stark. Der wäre auch so ein Kandidat gewesen, den ich gerne gehabt hätte. Wenn ihr schon seht, 44 Millionen. Ja, das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Emre Mor und Pjanic haben gegeneinander gespielt. Pjanic hat ein Tor gemacht. Emre Mor hat 26 Minuten gespielt. Wurde eingewechselt. Ist cool, dass er auch schon Nationalmannschaftserfahrung sammelt. Weidenfeller erreicht Trainingsziel. Ja, da können wir aber noch durchlaufen lassen jetzt. Aubameyang ist noch angeschlagen. Aubameyang ist angeschlagen. Internationale Nominierungen. Babacalle erreicht Trainingsziel, das ist auch sehr schön. Und internationale Nominierungen. Ja. Gut, gehen wir weiter. Schmelzer erreicht neue Erfahrungsstufe, das ist auch sehr gut.
Sehr, sehr gut. Aber wer spielt denn jetzt noch alles Nationalmannschaft, ey? Es ist ja. Sponsoren sind auch wieder runter auf 10. Ah. Ist nicht einfach. Es ist echt nicht einfach mit Dortmund gerade. Es ist echt überhaupt nicht einfach. Es läuft gerade einfach nicht. Unser Lieblingsgegner. Ja, wenn wir da mal keine 3 Punkte holen jetzt, ey. Dann bin ich aber echt salty und brauche eine Aufnahmepause. Ist so. Und wir haben noch nicht mal jetzt... Ja, wir haben ziemlich viele kaputte Spieler jetzt auch, die müde sind. Aubameyang ist noch nicht fit. Machen wir mal das hier. Das bringt auch nichts. Wenn wir von der Spielstärke etwas runtergehen. Gehen wir mal hier ein bisschen runter. Weil dann spielt nämlich auch Aubameyang. Weil er ist nicht gut in Form, er ist auch nicht sonderlich fit. Aber wir lassen ihn von Anfang an spielen. Ich will, dass er jetzt 3 Tore ballert in den ersten paar Minuten und dann können wir ihn wieder auswechseln. Von mir aus. Aber weißt du was, wir machen mal das hier wie immer. Wir stellen ihn einfach auf. Ich habe jetzt gerade gar nicht dran gedacht, dass ich ja selber die Aufstellung mache immer. Ne, Podolski geht auf die Bank. Aubameyang spielt. Kagawa schont sich. Wen nehmen wir noch mit? Emre Mor ist verletzt. 4 Tage. Herr Tiedemanns und Weigel. Weigel wird geschont. Auch Reus wird geschont. Nach der Nationalmannschaft. Und Schmelzer wird auch geschont. Dafür spielt jetzt Guerrero. Der darf auch mal wieder spielen. Dann nehmen wir Ginter mit. Ja. Ich würde sagen, so können wir das auch machen. Seit jetzt. Warum bist du in der ersten Mannschaft? Geh mal in die Reserve. Wir können Castro noch mitnehmen anstatt Rode. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben auch eine sehr, sehr junge Mannschaft. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es gerade so ein bisschen hapert hier bei uns. Ich wollte aber auch noch mal kurz was anderes gucken, nämlich wie sich unsere Laien denn so schlagen. Eigentlich ganz gut. Sie spielen, das ist sehr gut. Jetzt müssen sie sich nur noch weiterentwickeln. Kornet spielt auch. Ich glaube, das wird ihm auch mal gut tun, dass er spielt. Ödegaard spielt, denke ich, auch. Sehr gut. Da haben wir ja auch noch 3 Leute, die dann, denke ich, in der nächsten Saison dann mal ein bisschen hier auch mit angreifen können. 2 neue Nachrichten noch, oder? Oh, 2 neue Nachrichten? Nein, ganz viele neue Nachrichten. Schmelzer erreicht neue Erfahrungsstufe, internationale Nominierungen. Dembele erreicht neue Trainingsziel. Auch Trainingsziel erreicht. Auch Trainingsziel erreicht. Sehr gut, die erreichen gerade alle ihre Trainingsziele. Angebot für Ginter? Nope. Und für Rode? Nope. Obwohl, Rode hätten wir eigentlich auch verkaufen können. Aber ist ja jetzt eh vorbei. Das machen wir im Winter, Leute. Das machen wir alles im Winter. Dann reden wir nochmal. Wer ist sogar im Minus jetzt? Ey, was ist denn uns... Mir entgleitet hier gerade Dortmund. Wenn es so weitergeht. Es ist mir noch nie passiert. Noch nie. Aber wir sind ja auch gerade erst am Anfang. Also noch kann man nicht wirklich sagen, dass wir uns in einer kleinen Krise befinden. Deswegen, wir reden mal mit unseren Leuten. Wir brauchen einen Durchbruch. Und dann wird das auch. Ne? Der Knoten muss nur platzen. Dann wird das alles gut werden. Boah, alle Leute kümmern sich jetzt um Lee. Lee hat einfach so immer so 6 Leute um sich herumsitzen, die ihm mit Deutsch voll labern. Unfaire Gehälter. Dembele möchte auch mehr Geld haben. Wow, alle wollen mehr Geld. Alle wollen mehr Geld haben. Das geben wir ihm aber. Denn die Teamdynamik ist mir sehr wichtig. Ja, Vorstand erlaubt das nicht. 3,6 Millionen.
besser. Ja, wir haben keine unfairen Gehälter mehr jetzt. Das findet er gut und unsere Teamdynamik ist auch mal wieder auf plus 3. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein ins Spiel gegen Augsburg. Und hoffen mal auf ein besseres Ergebnis, ne? Gut. Bis gleich im Spiel gegen Augsburg. So Leute, willkommen zum 4. Spieltag. Meh. Wir müssen heute Punkte holen. Augsburg ist unser letzter Gegner, die sind ähnlich schlecht gestartet wie wir, sind auf dem 17. Platz sogar noch schlechter gestartet als wir. Und da müssen wir jetzt heute endlich mal irgendwas reißen, weil sonst sieht es langsam echt schlecht aus. Was auch die Jobsicherheit angeht, so in dem Verein. Chor mit der Ecke, Timo Horn kommt heraus, fängt die Ecke sicher ab. Sonst müssen wir halt was an der Aufstellung oder an der Taktik ändern. Augsburg hat hier sofort die Initiative übernommen. Ja, die machen schon wieder das Spiel und wir nicht. Das gefällt mir nicht. Ecke von Dembélé. Reus ist ja heute nicht dabei. Hitz kommt heraus, greift sicher zu, hat den Ball. Aubameyang schüttelt den Kopf. Ist ja heute wieder mit am Start, Aubameyang. Ja, guckt euch mal die Noten an. Ey. Unsere Offensive, da geht im Moment gar nichts. Mit der Aufstellung, das gefällt denen nicht so. Renato Sanchez schickt Pjanic steil. Dessen Schuss ist Hitz zur Stelle. Ricardo Centurion flankt. Kopfball von Kaccha. Sokrates fälscht ganz knapp ab. Der Ball geht am Tor vorbei. Gibt Ecke. Chor wird die Ecke schießen. Co und Sokrates steigen zum Kopfball hoch. Sokrates kann sich durchsetzen. Horn muss nicht eingreifen. Ah, diese Mannschaft gerade, die ist so Sorgenkind. Keine Ahnung. Weiter Einwurf von Guerrero. Hitz kommt heraus, fängt den Ball locker ab. Versucht einen Konter einzuleiten, misslingt allerdings. Und wir sind wieder im Ballbesitz. Spiel ist pünktlich zu Ende. Ja, Aubameyang natürlich aufgrund seiner schlechten Fitness schon ziemlich K.O. Auf dem Niveau natürlich. Aber dafür gibt es ja hier das, die Massage. Und wir werden ihn dann auch auswechseln in der zweiten Halbzeit. Aber es passiert schon wieder das Gleiche. Es passiert fast gar nichts in unserer Offensive. Wir machen mal, dass wir über die Flügel kommen. Oder dass es eigentlich egal ist, woher wir kommen. Ja. Dass wir nicht nur durch die Mitte spielen, ne, wisst ihr Bescheid. Dass wir auch mal über die Flügel kommen. Öffne mal die Taktik, dass wir dann auch mal mit etwas weiteren Flanken spielen, dass wir weiter nach vorne laufen und auch höhere Flanken spielen. Ja, dass wir das alles mal so ein bisschen erhöhen. Und vielleicht. Vielleicht hat das ja irgendwas jetzt gebracht. Gehen wir weiter. Dass wir unser Spiel mal ein bisschen variabler gestalten, ne? Eben in der Offensive. Chor setzt sich gegen Tiedemanns mit hartem Zweikampf durch, spielt ab. Finn Bogason zieht ab und zwingt Horn zu einer tollen Parade. Also Horn ist oft gerade bei uns der Garant dafür, dass wir nicht aufs Maul bekommen. So, wir lassen unsere Leute mal aufwärmen. Ich sehe nämlich schon, dass ja, Aubameyang braucht dringend eine Auswechslung. Freistoß aus dem Halbfeld. Kaccha fälscht den Ball mit dem Kopf gefährlich auf den eigenen Torhüter ab. Die Kugel klatscht an die Latte. Keeper Hitz hat sich bei der Aktion wehgetan. Kann aber wohl weitermachen. Aubameyang muss dringend ausgewechselt werden. Ja, dafür kommt jetzt Podolski rein. Für Schöle kommt jetzt mal Reus rein. Nee, andersrum. Schüler kommt Reus rein. Dembélé bleibt. Und dann machen wir erstmal so weiter. Bayer kommt jetzt für Chor rein. Bei Augsburg.
Wir machen mal die Offensivwechsel. Unsere Defensive steht ja gut eigentlich. Spielerwechsel auch. Usami kommt rein. Für Centurion. Centurion. Wird schon wie so ein Bösewicht. Guter Schuss oder ein Schuss von Renato Sanchez wird von Hitz zur Ecke abgewehrt. Das heißt, wir haben hier nochmal die Ecke. Marco Reus tritt hier auch gleich. Ball kommt bedrohlich auf den langen Pfosten. Bracca mit einer guten Kopfballabwehr kann klären. Die Mannschaft ist schon ziemlich K.O. jetzt. Sieht aber genauso auch aus bei Augsburg. Und wir wechseln jetzt mal Sanchez aus. Dafür kommt dann nochmal Castro rein. Unser letzter Wechsel im Mittelfeld. Kommt wie heißt der? Matavitz. Für Bogason. What the fuck? Hat dein Name? Boah, jetzt mach nicht diesen. Verwirrung im Strafraum. Keiner steckt den Ball entscheidend weg. Co. schnappt sich die Kugel, zieht aus kurzer Distanz ab, aber Horn ist zur Stelle. Wow. Kannst du sagen, jetzt mach nicht schon wieder sowas hier. Zur Hölle. Das kann ja hier nicht angehen. Schlusspfiff. Wieder 0-0. Wieder ein Unentschieden. Wieder nicht die richtigen Punkte. Meine Güte, was ist denn heute mit, also was ist in der Saison mit uns los? Es fehlt in der Offensive einfach alles. Was zur Hölle? Ja, da müssen wir was ändern. Da müssen wir auf jeden Fall was ändern dran, weil so geht das in der Offensive nicht weiter. Gut, bis zum Nachbericht. So Leute, was geht? Heute wieder unentschieden. Es ist zum, keine Ahnung. Wir haben keine schlechte Mannschaft, wir spielen nicht schlecht, unsere Taktik ist nicht schlecht, aber wir kriegen einfach nichts gebacken. Vor allen Dingen in der Offensive, unsere Defensive steht stabil, Horn macht gute Matches. Aber wir kriegen einfach offensiv gerade noch überhaupt nichts gebacken. Da müssen wir auf jeden Fall was dran ändern. Keiner in der Mannschaft der Woche, Teamleistung waren wir heute wieder im Mittelfeld. Ja, Modest ist immer noch Torschützenkönig. Mbolo kommt auch gut mit 4 Toren. Ja, gehen wir weiter. Und das nächste Spiel haben wir gegen Arsenal. Ja, da müssen wir, können wir nicht mit so einer Leistung. Das geht schon wieder runter, natürlich. Schon auf 13 jetzt runter. Das sportliche Vertrauen in uns. Also, da muss sich irgendwas ändern. Ganz dringend. Ganz, ganz dringend. Unsere zweite Mannschaft spielt jetzt erstmal. Spielt auch unentschieden wieder das zweite Mal in Folge jetzt. Ja, und wir haben jetzt das nächste Spiel gegen Arsenal. Nicht gut. Wenn wir so spielen wie jetzt die ganze Zeit schon gegen Arsenal, da sind wir direkt. Da kriegen wir direkt eins in die Fresse. Also, wir müssen Leistung zeigen, aber unsere Mannschaft ist auch einfach nicht. Die kann sich nicht richtig erholen gerade. Ich hasse Länderspielpausen, ne? Ich hasse Länderspiele. Mein Gott. Bringen wir mal alles durcheinander. Gut, dann müssen wir auch gegen Arsenal ein paar Spieler schonen. ...699 nur noch. Das ist auch nur noch Zweiter. Rot-Weiß Essen hat nämlich durchgezogen und immer gewonnen. Tja. Boah, Laporte ist auf dem Transfermarkt. Krass. Gut. Ich werde mich mal hinsetzen und vielleicht irgendwas an der Offensive zwischen den Folgen ändern. Ja. Irgendwie läuft es nämlich gerade noch überhaupt nicht. Da müssen wir auf jeden Fall was tun. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, da war es das für diese Folge von Fußballmanager. Ich hoffe, ja, es gefällt euch trotzdem, auch wenn wir momentan nicht so die Leistung bringen, die wir eigentlich bringen sollten. Vor allen Dingen in der Offensive. Unsere Defensive ist ja gut. Aber in der Defensive haben wir noch nichts geändert. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir jetzt weitermachen. Es ist nervig. Einfach nur nervig. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Fußballmanager. Haut rein. Danke fürs Zugucken. Ciao.